Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum Geldglitch mit dem neuen Ferrari, den man seit dem Update 1.49 kaufen kann. Ich zeige euch das Ganze, wie das hier funktioniert und natürlich in meinem Video noch ein richtig gutes Setup. Hier in diesen Rennen darf man nicht mehr wie 700 LP haben. Weniger ist auf jeden Fall okay. Aber ich habe ein Setup für euch, extra für euch kreiert, was genau 700 RP hat. Und mit diesem Setup könnt ihr dann mit diesem Fahrzeug hier an diesen Rennen dran teilnehmen und richtig viele Credits verdienen. Auf jeden Fall empfehle ich euch, auf Kraftstoffmischung Nummer 6 zu fahren. Auf Kraftstoffmischung Nummer 6 reicht der Tank genau für 3 Runden. Aber das Ganze zeige ich euch auch noch hier im Video. Dann fahre ich auch an der Box tanken. Und ganz wichtig hier ist auch das Regenradar im Auge behalten. Manchmal regnet es. Es kann aber allerdings auch vorkommen, dass es nicht regnet. Aber auf jeden Fall Regenradar im Auge behalten oder mal so in die Wolken schauen, wie das Wetter so ausschaut und dann passt das Ganze schon. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, handelt es sich hier um einen Geldglitch in Gran Turismo 7, liebe Leute. Warum Geldglitch? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Normalerweise bekommt man einen Fehlerfrei-Bonus, wenn man ein Rennen absolut fehlerfrei absolviert. Fehlerfrei bedeutet kein hinten drauf fahren, kein Fahrzeug touchieren, nicht auf den Rasen kommen, nicht auf den Sand, nicht gegen die Leitplanken und keine Zeitstrafen. Ja, das sind alles Sachen, die halt hier in Gran Turismo 7 passieren können. Und dann ist normalerweise der Fehlerfrei-Bonus weg. Weil es soll ja auch so sein, dass man belohnt wird für ein fehlerfreies Rennen. Ja, oh, hier, schau her, absolut fehlerfrei gefahren, dafür gibt es eine Belohnung. Und hier in diesen Rennen dürfen Fehler passieren und der Fehlerfrei-Bonus bleibt trotzdem erhalten. Das ist ein Fehler vom Spiel, ja, ist eindeutig ein Fehler, weil man darf Fehler machen. Die Fehler werden nicht erkannt und der Fehlerfrei-Bonus wird am Ende trotzdem gegeben. Das ist ein Fehler vom Spiel und deshalb spricht man hier von einem Geldglitch. Jetzt seht ihr schon, das Wetter, es fängt an zu regnen. 3 Runden hat der Tank gehalten. Jetzt fahren wir ran an eine Box, wechseln natürlich auf Regenreifen. Ja, es gießt schon ordentlich. Deshalb immer ganz wichtig, Regenradar im Auge behalten. Und natürlich nicht nur Reifen wechseln, sondern wir werden das Fahrzeug auch wieder komplett voll tanken. Ja, ich bin sozusagen gestartet auf Kraftstoffmischung Nummer 6. 3 Runden kann man dann durchfahren. Kraftstoffmischung Nummer 6 bedeutet weniger Leistung, aber auch weniger Verbrauch. Jetzt fahre ich weiter auf Kraftstoffmischung Nummer 6, aber ich werde auch mal kurz umschalten auf Kraftstoffmischung Nummer 1, so dass ich 2 Runden fahren kann. Ja, aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Ihr könnt auch jetzt weiter auf 6 fahren, nochmal 3 Runden. Das ist jedem völlig selbst überlassen. Da hier mal die Innenansicht vom Fahrzeug, von den neuen Ferrari. Scheibenwischer sind an, deutlich zu erkennen hier der Regen. 5. Runde jetzt. Jetzt drehe ich mal voll auf die Karre. Über 300 km/h sind wir schon. Kraftstoffmischung Nummer 1. Und jetzt zeige ich euch mal was. Wenn ihr hier einfach abkürzt, dann bringt euch das gar nichts, weil ihr bekommt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. Und hier an diesem Punkt werdet ihr dann gezwungen zum Bremsen, das bremst automatisch, dann läuft die Zeit ab
und dann könnt ihr weiterfahren. Jetzt fahren wir nochmal ran an eine Box, weil wir haben ordentlich Sprit verbraucht. Wir sind ja auf Kraftstoffmischung Nummer 1 gefahren. Kraftstoffmischung Nummer 1 bedeutet volle Leistung, voller Verbrauch. Ja, mit Kraftstoffmischung Nummer 1 könnt ihr auf gar keinen Fall 3 Runden fahren, nur auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Ja, und wenn ihr weniger an der Box fahren möchtet, außer ihr werdet natürlich gezwungen wegen Wetterumschwung, wenn es regnet halt, dann könnt ihr auch, wie gesagt, die ganze Zeit auf Kraftstoffmischung Nummer 6 fahren. 3 Runden passt ganz gut und dann halt wieder ran zum Tanken. Und je nachdem, wie das Wetter gerade ist, die entsprechenden Reifen draufziehen. Meistens regnet es, ja, aber hatte ich ja schon mal erwähnt, manchmal passiert es auch, dass es hier gar nicht regnet. Gut, Fahrzeug ist wieder vollgetankt. Jetzt geht es weiter zum Endspurt sozusagen. Hier fahren wir noch mal kurz über 300 auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Und jetzt Ende der 6. Runde. Ich habe genug Vorsprung. Jetzt könnte ich an der Ziellinie warten, bis die Zeit abgelaufen ist von die 30 Minuten und dann durchfahren. Oder ich fahre halt an eine Box, um nochmal zu tanken, weil ich ja Sprit brauche, und fahre noch eine Runde. Aber das mache ich jetzt Ganze mal. Ich fahre jetzt mal an eine Box, mache jetzt die Rennen harten Reifen drauf. Ich will euch mal kurz was präsentieren. Die Straße, der Asphalt, der ist noch ein bisschen nass. Es gibt auch so eine Anzeige, wie nass der ist. Und jetzt fahre ich mal aus die Box raus und gebe Vollgas. Volle Kanne, volle Leistung. Auf Kraftstoffmischung Nummer 1 kann ich auch volle Leistung geben. Und dann passt mal auf, was jetzt gleich passiert. Rennen. Harte Reifen sind jetzt drauf und der Boden ist nass. Passt mal auf. Jetzt Vollgas und zack. Das passiert, wenn ihr mit den falschen Reifen unterwegs seid. Ja, dann switche ich mal vor zur letzten Runde hier. Zack, brauchen wir bloß noch durch die Ziellinie hindurchfahren. Und dann haben wir das Rennen hier auch schon abgeschlossen, liebe Leute. Und das Ganze lohnt sich. Pi mal Daumen, 30 Minuten, manchmal halt auch ein bisschen länger. Ihr gewinnt in dieser Zeit 825.000. An diesem Betrag kann man schon erkennen, der Geldglitch hat funktioniert. Ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe euch gezeigt. Ja, Zeitstrafe ist ein Fehler, habe ich euch gezeigt. War mit bei und trotzdem wird der fehlerfrei Bonus gegeben. Da steht es auch nochmal, Bonus, fehlerfreies Rennen. Und jeder, der genau zugeschaut hat, weiß, das ist natürlich kein fehlerfreies Rennen, ein Fehler vom Spiel, natürlich ein Geldglitch. Das Rennen findet ihr auf Weltstrecken Europa. Dann haben wir hier Le Mans und dann haben wir hier World Touring Car 700. Maximale Belohnung 550.000 ist auch Quatsch, weil man kann ja mehr gewinnen, habt ihr ja gesehen. 50% mehr durch den Fehlerfrei-Bonus. Und wie ihr genau 700 LP hinbekommt mit diesem Fahrzeug, zeige ich euch jetzt. GT Auto, Anpassungsteile, Front Typ A, Seite Typ A und Flügel Benutzer Flügelset. Und hier das Setup 700 LP und genau 425 kW. Wenn ihr diese ganzen Einstellungen so übernimmt, dann passt es ganz genau. Ja, wirklich alles ganz genau übernehmen, dann passt das auch zu 100% mit die 700 LP. Und ihr könnt mit diesem Fahrzeug richtig, richtig viele Credits verdienen. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer
weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, mach's gut, Leute. Ciao und gute Fahrt.